Hey, ihr Wikileaker da draußen, herzlich willkommen bei www.playguitar.de. Diese Woche gucken wir uns mal ein kleines Rock'n'Roll-Lick an. Wo wir mal wieder mit Mittelfinger und Ringfinger der Rhythmushand arbeiten. Wir greifen im 7. und 8. Bund auf G-Seite und B-Seite, schlagen mit Mittelfinger und Ringfinger der Rhythmushand an, ziehen den 7. Bund der G-Seite nach oben, schlagen dann den 5. Bund der G-Seite an, also quasi hochziehen, zurückkommen lassen, den 5. Bund auf der G-Seite und den 7. Bund auf der D-Seite. Jetzt lassen wir den 8. Bund weiter klingen auf der B-Seite, greifen Barré mit dem Zeigefinger über den 5. Bund D-Seite, G-Seite, schlagen diese beiden Seiten an, hämmern mit dem Ringfinger in den 7. Bund, schlagen dann wieder die beiden Seiten an im 5., gehen vom 7. Bund der A-Seite zurück auf den 5., sliden zurück, schlagen den 3. an und spielen als Schlusstöne quasi den 5. Bund D-Seite und G-Seite. Das war's für heute, ihr Rock'n'Roller. Wir sehen uns nächste Woche bei www.playguitar.de. Rock'n'Roll!